So Leute, endlich ist es soweit. Der Wagen ist endlich im Spiel drin seit heute, ne? Heute ist Mittwoch. Ja, jetzt ist schon 23 Uhr, aber okay, heute ist trotzdem Mittwoch. Seit heute ist der Wagen endlich drin. Ich muss schon mal kurz gucken. Ich habe das Video hier gerade neben mir noch extra nochmal aufgemacht. Ich habe ein Video zu dem Auto gemacht am 5. Mai 2020. Ich werde es hier einfach nochmal verlinken. Digga, also das ist. Über 4 Monate später kommt der Wagen endlich mal ins Spiel rein, nämlich der neue Mitsubishi Lancer Evolution X oder 10 in der Drift Edition, ja. Da ist er endlich. Alter, genau vor, ja, fast, ja, ein bisschen länger, ne? 4 Monate und eine Woche oder so oder 2 Wochen. Also sagen wir mal, vor 4 Monaten haben wir genau dasselbe gemacht, dann haben wir uns die Karre hier angeguckt und jetzt steht er hier drin. Digga, ich habe keine Ahnung warum. Ach so, ja, doch, wegen dem. Ah, die haben sich extra also Zeit gelassen wegen dem Drifter Summit, der jetzt momentan ist, ne? Weil die Frage war halt damals schon so, also der Wagen war ja ganz kurz im Spiel drin für 1 Stunde oder so, weiß nicht mehr genau, oder 2 Stunden, keine Ahnung. Und dann war er auf einmal weg. Und dann dachte man so, ja, okay, dann kommt der, soll der vielleicht erst nächste Woche kommen oder nächsten Monat. Aber dann 4 Monate später immer noch nichts da. Und jetzt ist er da, weil jetzt der Drift Summit hier ist. Ja, geil. Ich glaube, wir brauchen den Wagen gar nicht weiter angucken. Gekauft habe ich ihn leider schon im Bundle, weil meine Finger wieder zu schnell waren. Deswegen kann ich euch nicht sagen, was der kostet, ne? Ich habe den auf jeden Fall hier im Bundle gekauft. Ist auf jeden Fall billiger. Vor allem, wenn ihr den Summit machen wollt, dann braucht ihr eh die Autos, ne? Einfach das Drifter-Bundle kaufen. Und ich kann gar nicht mehr reingucken, was da drin gab. Warum kann ich da nicht mehr reingucken? Ja, okay, scheiß drauf. Auf jeden Fall habe ich ihn da gekauft. Dann gucken wir mal, was er kann. So, wir können ja mal gucken, was man anpassen kann. Ich glaube nämlich erstmal nichts. Wir werden auch gleich nicht damit draußen rumfahren wie ein Trottel. Das haben wir ja schon im Video dazu gemacht. Wir werden gleich direkt ein Driftrennen machen. So, oh. Oh, da, wow, damit habe ich aber jetzt gar nicht gerechnet. Was? Alter, das ist doch eine Folie. Warum kann ich denn da die Farbe ändern? Lol, könnt den Wagen jede Farbe geben, die ihr wollt. Geil, Mann. Aber die Verzierung. Ja, die kann man ja auch ändern, ne? Könnt ihr auch eigentlich runternehmen. Guck mal, Top 100. Ja, das war natürlich klar, dass das war ja zu erwarten, ne? Das war zu erwarten, dass das passiert. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Folie aussah, aber das Logo an der Seite ist echt gut gelungen, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte eigentlich wirklich einfach nur die Farbe geändert sonst. Ihr könnt übrigens auch, wenn euch die Folie gar nicht gefällt und der einfarbig sein soll, könnt ihr die auch löschen, ne? Einfach jetzt hier halten, entfernen. Bob, Folie weg. Wenn ihr die wieder haben wollt, müsst ihr auf Exklusiv gehen. Und dann ist sie entweder ganz vorne oder ganz hinten. Ja, zu meinem Glück natürlich ganz hinten. Bin gleich wieder da. So, 10 Jahre später, letzte Folie. Ist er auch nicht. Geil! Beste Leben, Digga. Hä? War die doch ganz vorne? Ich hab's nicht gesehen. Ich bin gleich wieder da. Nein. Nein. Digga, ist sie jetzt irgendwo in der Mitte oder gibt's sie einfach nicht mehr, wenn du die gelöscht hast, Junge? Das wäre ja jetzt richtig traurig. Wartet mal, löscht die auf jeden Fall nicht bei euch. Ich gucke jetzt einfach mal eben alle durch, warte. Hier, 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 hier. Ah ja, guck mal. Ey, was für Dullis, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Warum packen jetzt denn mitten in die Mitte, Alter? Was gibt's doch gar nicht. So. Müsst ihr dann aber auch bezahlen, ne? 8000. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Sollen wir das machen hier? So eine Folie draufhauen? Komm, wir gucken mal. Das Problem ist, der ist ja jetzt noch blau, ne? Aber ich glaube, wenn man die Farbe ändert, dann müsste das doch eigentlich. Ja, komm, lass uns das schwarz machen, oder? Matt? Nee, matt nicht. Dann können wir einfach. Ich glaube, Chrom bringt nichts. Nee, aber wir machen trotzdem Chrom. Machen wir so. Ein auf Tokyo Drift, ja? Warum nicht? Scheißegal. So, können wir hier was ändern? Moment. Habe ich den falschen Wagen, Alter? Mitsubishi Lancer Evolution X Drift Edition. Das ist eine Special Edition. Der ist schon getuned. Der hat Verbreiterung und alles Mögliche dran. Hä? Was ist denn jetzt falsch, Junge? Warum kann ich denn hier Aussehen ändern? Was? Das ist ein Fehler, Junge. Das ist so ein Fehler, Junge. Oh, du. Oh. Was? Okay, ich war noch nicht so überrascht wie jetzt, Alter. WTA, was, Alter? Ey, Leute, das ist ein Fehler ohne Scheiß. Das ist ein Fehler, Alter. Komm, wir können Rückwärts-Tuning machen, ja? Der Wagen ist aufgetunt. Und wir bauen ihn einfach wieder auf Standard zurück jetzt.
Mach mal dieses andere Tuning, Junge. Einfach auf Standard. Was? Alter, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Okay. Dann machen wir den erstmal Scheinwerfer dran, ne? Obwohl ich die Ansorgung auch geil finde mit dem Scheinwerfer, aber okay. Spiegel. Können wir sogar die kleinen aus Carbon dran. Ja, moin, Digga. Ey, dass das noch ein Tuning-Video wird, habe ich jetzt nicht erwartet, Alter. Alter, krass. Ey, ich schwör's, also, das gibt's nicht. Ey, ich würde mich nicht wundern, wenn es morgen einfach nicht mehr geht, ne? Ich würde mich nicht wundern, wenn es morgen einfach nicht mehr geht. So, hier hinten können wir dann jetzt auch die dunklen, ja, Rückleuchten dran machen. Alter, krank. Ich hab nicht damit gerechnet, das ist ja, hä, das ist voll unlogisch. So, dann können wir doch ein paar rote Applikationen reinpacken, Alter, warum denn nicht? Machen wir irgendwie die Sitze, ja, innen rot oder außen von mir aus, ne? Ich glaube, außen finde ich ganz geil. So, Material Alcantara noch gegönnt. Und hier auf Carbon. Natürlich. Was? So, wir machen jetzt Flughafen Terminal D, das Driftrennen. Und danach noch das was Rennen, was im Summit kommt. Ich will aber noch eine Sache sagen, und zwar, wenn ihr Tipps zum Driften braucht, habe ich jetzt vor kurzem erst ein Video zu gemacht. Ich werde hier oben, könnt ihr auf das I, so ist so ein I da oben, könnt ihr draufklicken. Und dann seht ihr einmal meine Tipps zum Driften und was ich denke, was das beste Driftauto ist. Nicht spoilern, wer schon gesehen hat. So, aber jetzt rein hier in Terminal D. So, erstmal sollten wir vielleicht nochmal die Performance auftun. 300 PS hat er fast dabei. Schon mal nicht schlecht, aber zum Driften fehlt ein bisschen, glaube ich. So, und wir können den bringen. Oh. Was? Viermal so viel Leistung? Junge, was ist denn mit dem Auto nicht in Ordnung, Alter? Da ist doch alles, da ist doch ein Fehler, oder nicht? 1200 PS? Also ich, ey, ohne Scheiß, wenn nächste Woche du den Wagen nicht mehr optisch ändern kannst und der auf einmal nur noch 600 PS hat, würde mich jetzt echt nicht wundern, ne? So, mal gucken, was das Ding kann. Ich würde jetzt echt voll gerne so Tokyo Drift Musik für euch einblenden, aber dann gibt's wahrscheinlich Probleme mit Copyright. Also, wenn ihr jetzt keine Tokyo Drift Musik hört, dann geht's nicht. Ich gehe auch stark davon aus, dass es nicht gehen wird. Aber egal. So, der Wagen ist natürlich Allrad eigentlich, ne, regulär. Ich weiß gar nicht, was er jetzt hier hat. Die Drift Edition haben halt alle immer sowas Hecklastiges, ne. Auch wenn es ein Allradauto ist, haben die halt trotzdem dann halt so einen hecklastigen Allrad- oder komplett Heckantrieb. Alter, war das jetzt gerade knapp. Jetzt mal ohne Scheiß, vom ersten Eindruck, ne, fährt er sich anders. Anders. Viele denken wahrscheinlich gerade an den Nissan Skyline R34. Den konnte man auch in einem von den letzteren beiden Videos sehen. Bin ich auch gedriftet hier. Fast 700.000 Punkte, glaube ich auch, ne? Ganz normal. Aber, und der ist auch Allrad. Aber der Wagen fährt sich ganz anders. Der hat mit dem Skyline nichts zu tun. Wisst ihr, wie der sich fährt? Der fährt sich genau wie eine Mischung aus dem Mazda RX-7 und den Nissan 370Z Nismo. Was ja eher so meine Standardempfehlungen sind für Leute, die noch ein Auto suchen. Aber wie gesagt, guck ich einfach die Videos an. Guck mal, der ist nämlich so agil wie ein RX-7, aber gleichzeitig muss ich jetzt gar nicht lenken und der driftet hier perfekt rein. Lol. Guck mal, ich lenke und der lenkt sofort ein. Und sehr stark auch. Und guck mal, ich sehe das jetzt, ne? Bisschen übertrieben, aber ihr seht das. Und das macht ja der 370 nicht. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ne, das müssen wir nochmal machen. Das macht der 370 ja nicht. Aber der RX-7. Aber dafür ist der 370 so, du kannst ihn einfach jetzt ohne irgendwas zu machen im Drift halten, ne? Scheiße, jetzt muss ich aber nochmal neu starten. Das ist krass. Ja, leider jetzt verkackt, weil ich euch was zeigen wollte. Ist natürlich immer schwer rüberzubringen, wenn man das Auto nicht selber fährt, ne? Aber du kannst den echt einfach mal das Lenkrad loslassen und der driftet weiter, 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 wieder 370Z. Ohne zu hart zu übersteuern oder zu untersteuern. Der zieht sich einfach rein in die Kurve. Aber ist dabei genau, mindestens genauso agil wie der RX-7, Alter, das ist geil. Das gefällt mir echt gut. Ich glaube, das ist echt eine geile Sache, ne? Scheiße, hätte ich den Wagen mal vorher getestet, dann hätte ich nämlich in dem Video noch gesagt, Leute, wenn euch der RX-7
und der 370Z Nismo nicht gefallen. Das sind ja vom Fahrverhalten zwei völlig andere Autos. Im Driften. Wenn die euch beide nicht gefallen, dann probiert den Wagen aus. Er ist nämlich genau das Mittelstück davon. Der ist genau das Mittelstück. Krass. Der hat das... Der hat die Agilität vom RX-7 einfach und... Aber trotzdem die Stabilität hier. Guck mal, ich mach gar nichts gerade. Vom 370Z. Nismo. Krass. Das macht Bock. Das macht Bock, Alter. Habe ich nicht erwartet, Alter, dass der so driftet. Der Skyline driftet sich ganz anders. Könnte man ja denken, ne? Bauform ungefähr gleich. Beide Allrad. Nee, nee. Ist echt was anderes. Ich will jetzt hier auch nicht einen als besser oder schlechter betiteln. Guckt euch mein Video an, das beste Driftauto, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Aber der macht Spaß. Definitiv. Der hält die Spur echt gut, Mann. Das könnte echt ein cooles Anfängerauto sein. Ja, auch halt wieder. Also, wer das letzte Video gesehen hat, 56.000 Punkte. Klar kannst du da mehr rausholen, aber jetzt hier, ne, first try. Erste Runde mit dem Ding. Komm, wir gehen mal im Summit. So, drin im Summit. Und hier haben wir das Drift-Event mit dem Lancer Evo. Also ihr braucht den Wagen so oder so, wenn ihr den Summit machen wollt. So, wir müssen driften. Terminal E. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Der hat ein paar tückische Kurven, die mir auch nicht gefallen, aber ist immer noch einer der besseren Strecken. Es gibt halt echt so ein paar Strecken, da musst du teilweise auf dem Acker driften und irgendwo im Matsch oder so eine Scheiße, ne? Oder irgendwo, wo irgendwelche Laternen und Mülleimer rumstehen, mitten im Weg. Da ist die Strecke auf jeden Fall schon entspannter hier. Mal gucken, was der Wagen jetzt hier zieht. Beziehungsweise, wie gut ich es hinkriege. Guck mal, hier ist eine Laterne und dieser Huckel, ne? Diese Bordsteinkante, das gefällt mir nicht. Weil das hat für mich nichts mit einer Driftstrecke zu tun. Zumindest was das Real Life betrifft. Hier auch wieder Huckel, ne? Also Bordstein. Noch ein Bordstein. Das bringt die Karre immer in ganz komische Positionen manchmal. Mag ich überhaupt nicht. Ich mag einfach Terminal D. Weil das so eine richtige Driftstrecke ist wie in Real Life halt so, ne? Normalerweise driftest du in Real Life nicht über irgendwelche Bordsteinkanten drüber. Oder an Mülleimern, Parkbänken oder Laternen vorbei, ne? Ist ja Quatsch. Oh, okay, gucken wir mal, was hier so geht. Wir holen jetzt hier auch wieder nicht alles raus, ne? Man sieht, sonst müsste ich jetzt wieder extrem weit außen fahren mit meinem Hintern. Aber ich will hier einfach eben auf easy da 500.000 Punkte bekommen oder vielleicht 600.000, wenn das geht, keine Ahnung. Ich denke mal, es wird eher so 500.000 werden. Mal schauen. Ich bin auch auf den Wagen gar nicht eingespielt. Ne? Wenn ich jetzt ein paar Mal machen würde, dann würdest du ja auch deine 650 oder vielleicht sogar 700.000 Punkte schaffen. Keine Ahnung. Ich denke mal, wir werden jetzt hier bei 500 irgendwas landen oder so. Wie gesagt, Leute, guckt euch einfach mein Tippvideo an. Ist verlinkt. Ich werde es auch nochmal in die Videobeschreibung reinpacken. Einfach angucken. Dann müsst ihr hier auch wahrscheinlich keine Angst haben vor dem Summit. Oder generell vor, wenn mal Driften mal irgendwann wieder reinkommen sollte. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass Driften jetzt öfter im Summit drankommt. So. Oh ja, doch, fast 600.000. Ja, ist doch in Ordnung für die Strecke, ne? Klar geht da mehr, aber mir reicht das, glaube ich, erstmal. Wie viele Punkte sind das für Summit? 155.000. Das ist schon fast die maximale Punktzahl, die man rausholen kann. Das soll es gewesen sein mit dem Video, Junge. Ich feiere den Wagen. Finde den echt gut. Der macht Spaß zu fahren. Und wie gesagt, denkt an die Videos. Echt wichtig. Tipps und beste Auto. Wisst ihr Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Video. Wann ich wieder streamen kann, weiß ich noch nicht. Spontan. Folgt mir auf Twitch. Folgt mir auf Insta. Oder leck mich am Arsch. Macht's gut. Haut rein, euer Zocker. Ciao. Yeah.